Es sollten fröhliche Spiele werden, 1972 in München. Olympia in Deutschland, 30 Jahre nach dem Krieg, die Welt zu Gast. Doch es kam anders. Es sind vor allem diese Bilder, die um die Welt gehen. Palästinensische Terroristen nehmen Geiseln, ermorden Sportler der israelischen Mannschaft. Heute bei Hessenschau das Thema, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen, zeigen wir euch, warum die Sicherheitsbehörden damals den Horror nicht stoppen konnten und was die Polizei daraus gelernt hat. Margit Bach hat das Drama hautnah miterlebt. Als Hürdenläuferin hatte sie es zu den Olympischen Spielen geschafft. Die Mittelhessin galt als ein großes Talent in der Sportwelt. Die junge Frau war stolz, in München dabei sein zu können. Mit uns sieht sie ihre Rennen nach 50 Jahren zum ersten Mal wieder. Der Schrecken des Attentats hat ihr Leben schlagartig verändert. Tote Sportler, brennende Hubschrauber. Sie wollte einfach nur noch weg. Ich bin dann mit meinem ganzen Gepäck. Scheiße, Entschuldigung. Ich habe kein Problem, also, weil ich bin so ein emotionaler Mensch, aber dass mich das doch so berührt, habe ich gar nicht mit gerechnet. Da war eine Brücke, wo man aus dem Dach rausgelaufen ist, aus dem Olympischen Dach. Und ich bin dann praktisch mit meinem ganzen Zeug über diese Brücke gelaufen. Und das war praktisch der Abschied aus dem Leistungssport, dieser Gang über diese Brücke. Und ich habe auch von heute auf morgen aufgehört und nichts mehr gemacht. Ja. Auf einen solchen Angriff war niemand vorbereitet. Die Polizei war extra freundlich, in hellblau gekleidet, trug keine Waffen bei sich. Man wollte einen entspannten Eindruck vermitteln. Aus heutiger Sicht ein unvorstellbares Vorgehen bei einer Großveranstaltung, erklärt Terrorismusexperte David Schiller. Es gab zwar ein Sicherheitskonzept, es gab enorm viele Vorbereitungen, es gab auch alle möglichen Planungen und man hat auch so das eine oder andere Planspiel durchgeführt. Aber das Problem war, aus der Sicht der Bundesregierung, aus der Sicht auch der Landesregierung Bayern, eine Vorstellung hatten, wie diese Olympischen Spiele stattzufinden haben. Und dem wurde alles andere untergeordnet. Also auch sämtliche Einwürfe, Fragen, Hinterfragen zum Thema Sicherheit der Teilnehmer und so weiter ging dem unter, dass man eben offene, freie, unmilitaristische Spiele, das genaue Gegenstück zu Berlin aus der Nazizeit. Olympia war für Margit Bach anfangs noch ein wahr gewordener Traum. Sie gehörte 1972 zur Nationalmannschaft, war zuvor mehrfach deutsche Meisterin geworden. Und auch in München kam sie weit. Wie hier zu erkennen an ihren markanten Zöpfen, rannte sie bis ins Halbfinale. Doch dann kam der Albtraum. Das Attentat von Terroristen gegen die israelische Mannschaft. Geiselnahme und viele Tote. Das Grauen hat sie im Olympischen Dorf selbst miterleben müssen. Und dann kam dazu, dass auch das Gerücht umgegangen ist, es wäre auch auf die deutsche Nationalmannschaft was ein Attentat geplant. Ja. Und ich hatte nur noch Angst. Ich habe also auf einer Matratze auf dem Boden im Zimmer geschlafen, weil ich so Angst hatte. Ja, ich meine, ich war auch noch unheimlich jung, ich war naiv, ich war ängstlich, ja, und verunsichert. Ich fand es ganz furchtbar. Ja. Es ist der 5. September, als Palästinenser in das israelische Quartier eindringen, zwei Sportler direkt erschießen und 9 gefangen nehmen. Später werden auch sie ermordet. Die Verhandlungen finden auf offener Bühne statt. Dann das Befreiungsdrama am Flughafen. Die Bilanz des Terrors am Ende, 17 Tote. Das, was ich von den, auch von den Kollegen von der Polizei gehört hatte, war, dass es eigentlich eine klare Kommunikation zwischen den eingesetzten Kräften überhaupt nicht gab. Und die wussten auch nicht genau, was sollten sie jetzt im Einzelnen tun. Es waren immer so Ad-hoc-Aktionen, die da gestartet wurden. Ganz besonders bedrückend war die Situation, als der Bus mit den Geiseln und den Terroristen aus dem Olympischen Dorf rausfuhr. Da standen wir am Zaun. Der Bus fuhr 2 Meter an uns vorbei. 3 Meter an uns vorbei. Wir konnten die ganzen Leute noch sehen. Ja. Also es war wie ein Horrorfilm. Im Olympiadorf sind alle wie gelähmt. Trauer am Tag danach. Das IOC entscheidet, weiterzumachen. The games must go on. Der Schock der Olympischen Spiele ist zu groß. Den Leistungssport hängt die damals 21-jährige Margit Bach sofort an den Nagel.
Nur eine Kiste voller Erinnerungen ist ihr geblieben. Jeder Schuh steht für monatelanges Training, für Schinderei. Margit Bach hat sie bei der Auflösung ihres Elternhauses wiedergefunden. Ihr Vater hatte die Sachen gesammelt, sie wusste nichts davon, bis vor kurzem. Alles Symbole für ihren Weg nach Olympia. Und wo sind die Olympiaschuhe? Die Olympiaschuhe habe ich in einem symbolischen Akt vernichtet. Ich wollte mich davon befreien, von der Vergangenheit. Auch für das deutsche Polizeisystem ist das Attentat bei den Olympischen Spielen ein Wendepunkt. In München 72 war für Deutschland per se die Zäsur. Dann hörte dieses, ich sag mal, Ponyhofdenken, das man in Deutschland immer noch hatte, dass wir ein neues deutsches Miteinander haben, wo Polizei eben höflich deeskalierend eingreifen kann, hörte von schlagartig auf. Der Terrorismus war plötzlich in den Köpfen von allen angekommen. Man konnte das nicht mehr unter den Teppich kehren. Und man begann nun sofort überall in allen Bundesländern, auch in größeren Städten, Spezialeinsatzkommandos, so hieß das damals, herzustellen, also aus dem Boden zu stampfen. Die Strategie hat sich seit München 72 komplett verändert. Man wollte nicht, dass sich so etwas noch einmal wiederholen kann. Ja, heute ist es so, dass wir also einen terroristischen Anschlag, eine Großschadenssituation nicht mehr nur abstrakt betrachten. Wir sehen das ganz konkret. Es gibt immer wieder Übungen in dieser Art. Es gibt da den Atlasverband, wo bestimmte Spezialkräfte aus bestimmten Ländern auch ganz bestimmte Sonderfälle, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber üben. Seit dem Attentat ist der Leistungssport für Margit Bach Geschichte. Wir sind mit ihr bei einem nahegelegenen Sportplatz. Hier gibt es noch eine Tartanbahn, die sie früher geliebt, aber schon lange verdrängt hat. Tartanbahn mit den Spikes, die Kombination ist einfach, da ist das Laufen viel flotter, automatisch schon. Ja? Und das spüre ich sofort wieder. Ja, da kriegt man gerade Lust, mal mit den Spikes drüber zu laufen, obwohl es jetzt schon wirklich 50 Jahre her ist. Ja? Aber das hätte ich gar nicht gedacht, dass die Tartanbahn in mir die Erinnerungen an Schnelligkeit. München war ein Einschnitt im weltweiten Sport, sagt sie. Der Horror der Olympischen Spiele von 1972 wirkt bei ihr wie bei vielen Athleten bis heute nach. Was sind deine Gedanken zu den Ereignissen von damals? Schreib es uns in die Kommentare und lass uns gerne ein Abo da.